Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds. Und ja. Unverhofft kommt oft. Und wir sind jetzt ganz unverhofft hier tatsächlich in die richtige Richtung gelaufen, um dann doch noch Doc Mabel zu erwischen. Ich bin mir tatsächlich noch ein bisschen unsicher, ob ich nicht eventuell doch was anderes machen sollte jetzt. Also warten sollte, aber wenn ich jetzt sehe, dass das hier auch bloß Plünderer sind. Dann ist das, glaube ich, okay. Ich war noch sehr unschlüssig, ob es nicht irgendwie sein könnte, dass Mabel dann doch ja, aus irgendwelchen Gründen, mit irgendwelchen Geschichten, bla bla bla, dann doch jetzt keine schlechte Person. Wir hätten doch hier hochgekonnt. Ich fasse es ja auch nicht. Naja, anyway. Das gibt mir nur noch mehr Sicherheit, dass es okay ist, das zu tun, was ich jetzt hier tun wollte. Und Mabel ist weg. Nö, machst du nicht. Manche hat sie ja richtig wieder mal zerfetzt. Kling auf Stock. Aha. Okay. Sturmgewehr. Waren hier nicht noch mehr Leute? Langsam! Nicht so schnell! Hundertachtundvierzig. Kann man nicht meckern, ne? Manche machen es trotzdem. Was ist schon wieder ein 5? Oh, ja. Ja, da muss ich gucken, was ich jetzt gleich noch machen kann. Dann kann ich halt doch nicht so viel verkaufen wahrscheinlich. Hier. 2-Hour-Energy-Gedöns. Na, immerhin. 2 Hours. Ja, dann lass mal so hier machen. Oder? Gut. Na, sehr schön. Haben wir das auch noch abgeschlossen. Im Prinzip
Können wir da auch schnell mal vorbeihirschen? Beim guten Sheriff. Friend of mine died a couple weeks. Vale's a little safer, thanks to you. Ja. Guck mal hier, ich bin da. What do you have for me? Mabel Burgess, age 37, right or left-handed? Let's just say, no longer applicable. I remember Doc Burgess. Conducted my physical every fiscal quarter. Guess she couldn't keep her hands off her patient's medicine. Well, that's all three. I must remember to requisition some more fingerprint ink. Here's all the compensation you've earned, plus a bonus. Cool. You've done such a bang-up job hunting down our former workers that I thought it only proper to deputize you. Congratulations. Let me stop you there. It is official Spacer's Choice policy that all Marauders, regardless of prior affiliation to the Spacer's Choice brand, no longer qualify as our people. Mm-hmm. Marauders are folk who lost the will to keep working, wandered out into the wilds and gave into their baser instincts. Not everyone's cut out to work in Edgewater. Some turn deserter, some turn Marauder. None of them get my sympathy. Einer eurer Arbeiter hätte sich erschossen, Eugene, glaube ich. Plünderer scheinen Agena Time zu lieben. Uh-huh. I recall young Eugene. Good kid. Nice smile. Fussy about his health, though. Took a little too much Agena Time. That'll do a number on your brain matter. Says so right on the warning label. Violent psychosis is a well-documented and legally accounted for side effect of Agena Time. What's on your mind? Nichts, I guess. Ja, dann schauen wir doch mal. Wer diesen Ausweis trägt, ist eine offiziell von Spacer's Choice anerkannte Junior-Hilfsgendarmin der Gendarmin von Edgewater. Hinweis: Anerkennung als Junior-Hilfsgendarmin bringt keinerlei Autorität oder Privilegien mit sich. War klar. Constable? Ja, Constable. Es ist halt wieder so typisch. So typisch US-Amerika, ne? Was jetzt einen ganz neuen, fancy, geilen Titel, weil du dich so reingekniet hast. Und das muss doch jetzt schon Belohnung genug sein. Oder? Gehaltserhöhung, so ein Quatsch braucht doch keiner. Ne? Es ist so typisch. Darf ich das jetzt mitnehmen? Nö. Ich will einfach mal kurz was ausprobieren. Yep. Okay. Friedensbewahrer. Dass das geklappt hat. Ich fasse es ja wohl nicht. Bei der Gendarmen auch noch. Von allen, die es hätte treffen können.
bei der Gendarmen geklaut und dann auch gleich mal alles weggenommen, ne? Nicht bloß ein bisschen. Nee, komm, Quatsch. Alles. Oh, ist das fies. Ah, hier, weg damit. Oh, Hacken plus 7. Das ist natürlich schon was, ne? Das behalten wir mal. Das sind hier auch 8 Kilo. Kann man das hier irgendwie... Kann man das teilen? Ne. Warum gibt es das nicht? Toll. Kannst du nicht mal teilen, das Zeug? Ach, hier geht's. Ah ja, okay. Das ist nicht schön gemacht, ne? Aber okay. Ja, okay, das kann ich mal machen, wenn, ne? Da kann ich mich mal anderweitig ausmisten. Das müssen wir ja jetzt nicht unbedingt machen. So, das passt aber. Das hier noch mit rüber. Spacer's Choice. Ja, Spacer's Choice. 16% Rabatt. Nice. Ja, aber nicht viel mehr anderes. Okay. Das heißt, ich krieg's zwar echt günstiger, ja, vor allem bei dem merkt man's. Aber das war's dann halt auch schon. Okay. Schade. Naja, gut, zumindest können wir MacDietrich hier ganz gut und günstig kaufen. Das. Oder halt auch Rüstungsteile und sowas. Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Wenn man da irgendwann mal was macht mit dem ganzen Spaß hier. Gut. Verkaufen. Dann kaufen wir mal das. Und das bleibt. Ich hoffe nur, dass das Ganze hier drin sicher ist, ne? Ich mach nochmal extra Spielstand hier. So, gut, dann einmal hoch, flip. Flip, flip. Jetzt müssen wir noch mit ein paar Leuten quatschen, so wie es aussieht. Und dann müssen wir mit Zoe mal noch quatschen, so wie es aussieht. You're trying. What do you think you're doing? Ich hab gar nichts gemacht. So war ich will. Gar nichts? Das klang jetzt aber schon fast wie, wie hieß er? Nigel Newman oder so? Der Astarion gesprochen hat? Das klang fast so ein bisschen danach. Händlerpreise 15% gesenkt. Gut, nein, das laden wir natürlich nochmal neu hier, das ist ja...
dann klauen wir da halt nicht, beziehungsweise um zu klauen, mache ich mir dann, glaube ich, mal noch einen anderen Spielstand und laufe da einfach mal ein bisschen diebstahlend in der Gegend rum. Einfach, weil es Spaß macht. Es ist ja wirklich so. Die Sachen hier mal auszuprobieren, einfach mal ein bisschen zu machen und zu tun, das ist schon cool. Also zumindest mir macht das Spaß. Und jetzt steht hinter uns einer, sag mal. Hm, was? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, da oben ist jetzt ein bisschen, ne, die Deckenlast war einfach, also ich habe das denen zigmal gesagt hier drinne schon, ne, die Deckenlast ist halt nicht zu unterschätzen bei dem, was man dann immer hier die ganze Zeit, was man hier die ganze Zeit versucht einzulagern, aber die Leute wollen irgendwie nicht drauf hören, ich weiß auch nicht. Und ich habe es zigmal gesagt und immer wieder und ach. Nein. So, und deswegen muss ich halt manchmal auch ein paar Dinge jetzt, ich sag mal, umschlichten. Ja, damit ganz einfach dann nicht auf einmal die Decke runterkommt, ja. Aber das wollen immer so viele Leute einfach nicht verstehen. Dass ich das ja deswegen mache. Und nicht aus irgendwelchen anderen Motiven oder so. Das ist wirklich, ich will, dass hier nichts passiert, ja. Jetzt stellt euch mal vor, ich wäre jetzt hier nicht durchgegangen. So, das, die ganze Munition und die Waffen, das wiegt ja auch alles ganz schön was, ne? Ja, Rüstungsteile. Wisst ihr, wie schwer das Zeug ist? Schlimm. Das interessiert aber niemanden sonst, ne? Und dann heißt es aber wieder, ich bin schlimm. Ja, ja. Verstehe schon. Es muss doch gehen, dass ich hier rüberkomme. Waren zwei Mac-Dietriche, die sind jetzt nun, also sind jetzt nicht sehr teuer, aber die sind wichtig. If you're hungry, Stefan's got supplies. Okay, dann muss ich nachher mal zu Stefan. So, erstmal müssen wir hier das innere Klauschwein befriedigen. Ist ja auch wichtig. Ja? Frozen Dinner im Kühlschrank. Ach, Mensch, Leute, das wird doch nur wieder bappig. Das müsst ihr direkt in den Ofen reinpacken oder sowas. Aus dem Tiefkühler. Das könnt ihr nicht erst im Kühlschrank tun. Das wird einfach nur babsch. Und dann schmeckt das wieder nicht. Ach Mensch, ich hab's den zigmal gesagt. Ne? Aber da ist natürlich auch vergebene Liebesmühe. Ganz im Ernst. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das denen noch beibringen soll. Ich meine, eigentlich sind sie alt genug, ne? Möchte man denken, aber wenn man dann wieder sieht, wie sie sich hier aufführen. Ah, schlimm. Schlimm, sage ich euch. Schlimm.
Wer bist denn du? Du bist Reden. Okay, dann mach mal Reden. Keep your wits about you, friend. Alles klar. Ich bin vorsichtig. Das kann ich mitnehmen, das kann ich mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Wer bist denn du? Da ist noch ein Deserteur. Da darf ich mal mit Stefan reden. Ich muss mit Stefan reden. Habe ich jetzt wahnsinnig viele von diesen Äpfeln mitgenommen? Das sind alleine 12 Gewicht, nur diese Äpfel. Ja gut. Gibt es hier vielleicht eine Sammelquest, wo man Äpfel abgeben muss? Ich hätte da ein paar. Das war knapp. Die Adelaide hätte mich sonst eventuell gesehen. Ich habe nichts gemacht. Das ist aber geil. Sieht cool aus. Hier ist alles okay. Hier ist jetzt auch alles okay. Schön. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie das jetzt hier auch riecht hier drin. Kennt ihr das? Halt so irgendwie Erde, dann so eine gewisse Luftfeuchtigkeit, so schön hoch, wie halt in einem Gewächshaus und sowas. Und dann so die verschiedenen Blüten, die hier eventuell schon auch am ordentlich blühen sind und so. Kann ich richtig gut, kann ich mir vorstellen. So, aber jetzt müssen wir langsam von der Kleptomanie zur Diplomatie umschwenken. Zumindest wenn wir hier durch sind. Raumschiffmodell. Terminal, ja. Da gucken wir gleich, was los ist. MacDietrich ist wieder ganz wichtig. Ich sehe hier immer nur einen MacDietrich. Vielleicht kommt irgendwann mal noch ein Bürger Lars vorbei. Aber er ist auch schon alt, ne? Also von daher kann sein, dass das nicht mehr wird. Auch noch weiter. Ich kann doch so viel gar nicht mitnehmen. Ich bin doch gleich wieder voll, was das Ganze angeht hier. Mensch, Leute, tut mir doch sowas nicht an. Ah. Natürlich, jetzt geht es hier noch zu Spinden. Gut. Haben wir das. Ich
Ich sehe jetzt erstmal nichts mehr. Dann können wir hier mal zum Terminal gehen. Ja, hack mal. Botaniklabor und experimentelle Anlage von Emerald Vale. Persönliche Dateien, erster Eintrag. Möge das Ewige mein erstes Unterfangen segnen. Es sind 2 Tage vergangen, seit ich das Leben in der Edgewater-Konservenfabrik hinter mir gelassen habe. Glücklicherweise sind die alten Botaniklabore noch immer betriebsfähig. Zum größten Teil zumindest. Der Boden ist übersäuert. Ich werde tun, was ich kann, aber ich werde einen wirklich starken Dünger brauchen. Ich bin es leid, den Nachgeschmack von Saltuna Tag ein, Tag aus auf meiner Zunge zu schmecken. Ich will etwas Frisches. Etwas, das aus der Erde wächst. Wir haben einen weiteren Arbeiter aus Edgewater gefunden. Ist jetzt ein Ex-Arbeiter. Die Zahl der Deserteure steigt wohl. Das überrascht mich jetzt nicht wahnsinnig. Reeds Managementstil war schon immer eher der eines Diktators. Ich gehe davon aus, dass sich eine Massenabwanderung anbahnt. Wie dem auch sei, der Arbeiter befand sich in einem erbärmlichen Zustand. Fieber, flache Atmung, im Delirium. Er muss von der Seuche erwischt worden sein. Ich habe ihn mit einer Ernährung aus Grünzeug wieder aufgepäppelt. In nur wenigen Wochen ging es ihm wieder gut. Physisch und spirituell. Er gehört nun zu unserer Schar. Ist das der Thomas Kemp oder so? Dem wir hier die Sachen holen sollen? Stimmt, ne? Experimentnotizen. Erster Eintrag. Ich funktioniere hiermit dieses Botaniklabor um. Ab sofort dient es nicht mehr länger seinem ursprünglichen Zweck als Zahnrad in der seelenlosen Maschinerie des Konzernsystems. Das Gewächshaus mag zwar beeindruckend aussehen, aber wie alle Produkte von Spacer's Choice ist es minderwertig und unzuverlässig. Ich werde wohl eigenhändig einige Reparaturen vornehmen müssen. Dieses Labor wird eine echte Heimat für Pflanzen werden. Wenn ich es recht verstehe, gelang es den Gartenbauern kein einziges Mal, auch nur eine lebensfähige Nutzpflanzenkultur hervorzubringen, bevor sie das Gewächshaus aufgaben. Anscheinend soll die Erde nicht reichhaltig genug sein. Ich bin entschlossen, einen Weg zu finden. Möge das Ewige mein Unterfangen gutheißen. Die Flora ist ein Lebewesen, die so empfindlich auf ihre Umwelt reagiert wie jeder andere lebende, intelligente Körper. Meiner Meinung nach sind die Ernten in dieser Region fehlgeschlagen, weil die Konzernwissenschaftler, die mit dieser Aufgabe betraut waren, kalte, herzlose, unmenschliche Akteure eines sterilen und unmenschlichen Machtgefüges waren. Unter solchen Bedingungen kann man nicht erwarten, dass Pflanzen in sattem Grün erstrahlen und bis in den Himmel hinaufwachsen. Ihr Boden ist sauer, das stimmt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin mir sicher, die Szenisten werden etwas von Biologie oder dem Kohlenstoffzyklus erzählen. Aber nach langen Monaten, in denen ich eigene Experimente durchgeführt habe, komme ich zu der Schlussfolgerung, dass das Geheimnis zu einem üppigen und gesunden Garten in Liebe, Aufmerksamkeit, Mitgefühl und einem natürlichen Dünger voller organischer Materialien liegt. Genau wie es die Natur vorgesehen hat. Gut, die spricht also vom Draufkacken. Sagen wir es doch mal so, wie es ist. Ist ja auch nichts Schlimmes dran, weil es ist guter Dünger. Nur das haben die Wissenschaftler natürlich nicht gemacht. Die Scientisten. Ich würde mich ja doch eher auch zu einem Scientisten zielen oder zählen, aber naja, gut. Vielleicht nicht hier in diesem Spiel, in dem Kontext, sondern eher so allgemeiner Natur. Gut, dann reden wir hier mal mit Adelaide McDivitt. Mal sehen, was sie uns noch so erzählen kann über das alles hier. Und vielleicht können wir ihr noch helfen. Keine Ahnung, müssen wir mal sehen. Und dann, weiß ich nicht, weswegen sind wir eigentlich hier? Um Freunde zu schließen wahrscheinlich, ne? Ein Huhn! Das hat nicht viel zu tun!
Zoes Tagebuch, Seite 12. Tja, nun ist es soweit. Kein Edgewater mehr für mich, keine Konservenfabrik mehr, keine Overalls und Handschuhe, kein Ja, Madame, und darf es noch etwas sein? Keine Ahnung, warum ich das für die Nachwelt niederschreibe. Ich habe die Konservenfabrik gehasst und ich glaube nicht, dass ich jedes Tagebuch zur Hand nehmen werden muss, um mich daran zu erinnern. Oh, wow, damals, da hatte ich aber das Whale gehasst, was? Nur weil ich krank wurde. Jeder wird mal krank. Okay, vielleicht wurde ich krank und habe mir dann etwas zu viel Adrenatime geschnappt. Ist das vielleicht ein Verbrechen? Ja. Ich muss doch behandelt werden, wenn ich... Also ich muss mich doch behandeln, wenn ich krank bin, oder nicht? Was ist aus persönlicher Verantwortung und Überleben aus eigener Kraft geworden? Ach, aber du unterschlägst deine Kiste Adrenatime und plötzlich bist du eine Schwerverbrecherin. Ja, kaum Diebstahl in einem von Warengütern oder Geld in einem kapitalistischen System, schon bist du Schwerverbrecher. Ja, weiß ich auch nicht, wie man darauf kommen kann, ne? Verstehe ich ja wirklich nicht. Gute Neuigkeit, ich lebe noch. Fühle mich sogar ein wenig besser. Draußen im Botaniklabor lebt eine Gruppe Deserteure. Die haben eine Möglichkeit gefunden, Essen zu züchten. Oder zumindest etwas Essbares. Adelaide hat einen Topf mit irgendwas Grünem und Blättrigem aufgesetzt und mir gesagt, ich solle davon zweimal täglich was gegen meine Symptome trinken. Schmeckt widerwärtig, aber ich fühle mich langsam besser. Wie es schon damals hieß bei uns, noch zu Kindesalter, Medizin muss nicht schmecken, die muss helfen. Und die am widerlichsten schmeckt, hilft auch am meisten. Das hat nicht immer geklappt, aber es hat mir damals geholfen zu sagen, ja gut, dann muss ich den Mist halt hier trinken, auch wenn er kacke schmeckt. Also hey, hat seinen Zweck erfüllt, glaube ich. Es ist schön, von der Konservenfabrik weg zu sein. Das Labor hat zudem genug Strom für die Ätherwelle, also konnte ich meine Serie nachholen. Der maskierte Händler, was täte ich ohne dich? Vermutlich irre werden. Wahnsinnig kichern, meine Nachbarn ermorden und dann wie eine Plünderin schreiend ins Hügelland rennen. Keine Ahnung. Klingt aber auch nicht so schlecht irgendwie. Vielleicht könnte ich einen Plünderkader anführen. Eine Banditenbande. Moment, das klingt nicht richtig. Banditenbande? Wie würden wir uns nennen? Die fürchterlichen 14? Die 100 Hooligans featuring Zoe, die Banditenkönigin. Die hat sich ja ganz gut Ideen gemacht über Namen. Muss man sich da jetzt Gedanken machen? Haben wir ja noch eine. Tja, heute ist es soweit, Zoe. Heute ist der Tag, an dem du dein Schicksal in die eigenen Hände nimmst. Ich habe Grace zugehört, wie sie über die Plünderer als Bedrohung sprach. Banden von wilden, freigeistigen Banditen, die in Lagern da draußen in den Hügeln leben und sich an Feuertonnen wärmen. Vielleicht haben sie die Köpfe ihrer Feinde auf Stangen gespießt, so als Warnung für Leute wie mich. Und da leben sie bequem und leicht frei von allen Regeln. Wenn sie organisiert wären, könnten sie bestimmt die ganze Region übernehmen. Ich habe ein wenig von Adelaides Essen eingeheimst und einige Dosen Saltuna habe ich auch noch. Wenn ich damit vernünftig umgehe, reicht das ein paar Wochen. Und etwas Adrenatime habe ich ja auch noch. Jeder mag Adrenatime, selbst Plünderer, nicht wahr? Ich wette, wenn ich ihnen ein paar Spitzen voll Adrenatime verspreche, lassen mich die Plünderer ihnen beitreten. Das wird großartig. Pass auf, Terra 2. Die Geschichte der Banditenkönigin Zoe hat gerade erst mit Ausgabe Nummer 0 begonnen. Eine ganze Gang Plünderer wird jeden meiner Wünsche ausführen. Vielleicht komme ich sogar an etwas Rizzos. Ja, brauchst du bloß einfach auf YouTube gehen. Mensch mit Mann mit blauen Haaren eintippen und dann findest du doch Rizzo.
mir leid, wieso. Es war einfach zu naheliegend. Ich konnte da jetzt nicht widerstehen. Sei mir nicht böse. So, gut. Dann, ja. Machen wir jetzt das, was ich eigentlich vorhin schon gesagt habe. Wir sprechen dann als nächstes mit der lieben... Ach ja, Stefan ist das. Den wollten wir ja auch noch sprechen. Gut, dann sprechen wir nachher mit Stefan und mit Adelaide. Und dann mal gucken, was die hier... Was man denen vielleicht Gutes tun kann. Wie wir uns bei denen einschleimen können oder so. Und dann haben wir ja noch das eine Buch zu suchen. Also das Datapad oder so. Ja, das wird noch spannend. Alles klar, bis dann. Macht's gut. Cheerio.